Richterstätte in Gladbach bewirbt sich als einer von 17 transnationalen Partnern für das europäische Kulturerbe-Siegel. 1127 gründeten die von Frankreich kommenden Zisterziensermönche das erste rechtsrheinische Kloster in Ebrach im Herzen des Steigerwalds. Von hier aus nahm die Erfolgsgeschichte des Zisterzienserordens weiter Fahrt auf und prägt unsere europäische Landschaft bis heute. Die Gründung der Amtsschlösser in Burg Windheim, Koppenwind, Mainstockheim, Oberschwabach und Sulzheim zeugen von der herausragenden regionalen Bedeutung des Ebracher Klosters. Tochterklöster wie Kloster Langheim, Stift Rhein und das daraus hervorgehende Kloster Stichna in Slowenien verdeutlichen den überregionalen und europäischen Einfluss der Klosterstätte Ebrach. Die Zisterzienser nutzten die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nachhaltig und effizient. Wirtschaftshöfe im Einzugsgebiet des Klosters, eine durchdachte Waldwirtschaft, der Weinbau und moderne Teichanlagen zur Fischzucht sind heute noch sichtbar und prägen unsere Landschaft. Ein wichtiger Baustein dieses Erfolgs war der regelmäßige Austausch der Klöster untereinander. Unabhängig von den unterschiedlichen Sprachen oder den neuzeitlichen Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen, pflegten die Zisterzienser einen regen Kontakt untereinander, um Glaubensfragen, aber auch Wissen auszutauschen. Gerade in der heutigen Zeit kann diese Zusammenarbeit auf Basis der gemeinsamen Werte und Ideale ein Leitmotiv für den europäischen Gedanken sein. Aus diesem Grund erwächst die Motivation der Klosterstätte Ebrach, dem Ziel, den europäischen Austausch und die Vernetzung untereinander durch unser gemeinsames Zisterscapes-Projekt voranzubringen.